Kann ich Lehrer? Das finden wir heute heraus. Herzlich willkommen zu Betzold TV und deinem großen Lehrer-Selbsttest. Mit 8 schnellen Fragen findest du nämlich die Antwort darauf. Und es ist super leicht. Merk dir einfach, wie viele Fragen du mit Ja beantwortet hast, um am Ende dein Ergebnis zu bekommen. Also, let's go! Frage 1. Bist du geduldig? Geduldig ist wahrscheinlich das A und O, wenn man Lehrer werden möchte. Du solltest dich darauf einstellen, dass du die Unterrichtsinhalte oder auch Aufgabenstellungen deiner Schülerinnen und Schüler immer und immer wieder erklären musst. Deshalb ist es wichtig, dass du Geduld hast, damit dich das ständige Nachfragen und das erneute Erklären nicht nerven. Dein Geduldsfaden sollte also schon einiges aushalten können. Frage 2. Bist du stressresistent? Als Lehrer hat man eigentlich immer viel zu tun und es gibt immer Dinge, die abgearbeitet werden müssen. Das sollte also gut gemanagt werden, damit man nicht zu schnell in Stress verfällt. Auch der Unterricht kann mal stressig sein, wenn man zum Beispiel spontan vertreten muss oder die Klasse einfach nicht aufhört zu stören. Wenn du also schnell mal ausgelaugt oder auf 180 bist, dann solltest du dir überlegen, wie psychisch belastbar du eigentlich wirklich bist. Um den ganzen Stress zu managen, braucht man nämlich auch die Fähigkeit, sich mal bewusst zu entspannen. Zum Thema Stressbewältigung habe ich übrigens auch ein paar Videos für euch. Verlinke ich natürlich. Frage 3. Hast du ehrliches Interesse an deinen Schülerinnen und Schülern? Als Lehrer sollte man Kinder und Jugendliche prinzipiell erstmal mögen und keine riesige Abneigung gegen sie haben. Aber natürlich ist es auch normal, dass man mal genervt von ihnen ist. Schülerinnen und Schüler können frech sein, ungeduldig und auch mal unhöflich. Wenn du damit aber umgehen kannst und du dich nicht allzu schnell aus der Ruhe bringen lässt, dann sollte das kein Problem für dich sein. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du wirklich ehrliches Interesse an deinen Schülerinnen und Schülern hast und natürlich auch zeigst. Das heißt, du solltest auch ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen und Gesprächsbereitschaft besitzen, damit du offen und ehrlich mit ihnen umgehen kannst. Frage 4. Ist dir bewusst, dass deine Aufgabe nicht nur das Unterrichten ist? Es ist schon lange nicht mehr so, dass Lehrerinnen und Lehrer nur da sind, um zu unterrichten. Mittlerweile machen sie weitaus mehr. Sie schlüpfen auch noch in andere Rollen, zum Beispiel in die des Vorbildes oder des Mediators. Es sollte dir also klar sein, dass sich der Lehrerberuf nicht mehr nur auf die reine Wissensvermittlung beschränkt. Es gehört auch dazu, dass du die eigene soziale Verantwortung wahrnimmst und auch übernimmst. Frage 5. Begeisterst du dich für deine Fächer? Ganz ehrlich, wem bringt es etwas, wenn ihr euch für Fächer entscheidet, die euch eigentlich gar nicht interessieren? Damit habt ihr keinen Spaß und eure Klasse merkt das und hat dann natürlich auch keinen Spaß. Deshalb ist es sehr ratsam, sich für die Fächer zu entscheiden, für die man auch wirklich brennt. Immerhin werdet ihr euch wahrscheinlich die nächsten Jahre damit beschäftigen müssen. Seid ihr mit eurer Fächerwahl zufrieden? Frage 6. Stehst du gerne vor der Klasse? Wollt ihr tagtäglich von 30 Schülerinnen und Schülern angestarrt und analysiert werden? Das ist tatsächlich gar nicht so ohne. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, müsst ihr dennoch vor der Klasse funktionieren. Natürlich ist es vor allem am Anfang normal, dass man unsicher ist, aber mit der Zeit sollte sich das legen, sodass du gerne vorne stehst und dich vor allem auch gerne selbst reden hörst. Und ja, man kann natürlich auch ein sicheres Auftreten erlernen, aber es ist am Ende trotzdem wichtig, sich dabei nicht allzu sehr zu verstellen. Frage 7. Bist du flexibel? Die Bedingungen an einer Schule ändern sich immer wieder und das ist auch normal. Deshalb solltest du auf jeden Fall so flexibel sein, dass du damit klarkommst, wenn sich mal etwas an oder in der Schule verändern sollte. Zum Beispiel kann es Veränderungen im Schulpersonal geben oder die technische Ausstattung wird erneuert oder will heute einfach nicht funktionieren. Was hier aber die größte Herausforderung ist, sind die unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler, auf die man sich immer wieder neu einstellen muss. Flexibilität kann dir im Schulalltag also eindeutig von großer Hilfe sein. Und zu guter Letzt, Frage Nummer 8, kannst du dich selbst reflektieren? Klar ist erstmal, dass es keine perfekte Lehrerin oder perfekten Lehrer gibt und schon gar nicht, wenn man frisch in den Beruf startet. Eigentlich gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten. Deshalb sei offen für das Feedback aus deinem Kollegium, aber auch von deinen Schülerinnen und Schülern. Denn die haben nicht selten auch wertvolle Verbesserungsvorschläge für dich. Außer auf Feedback von außen zu warten, kannst du natürlich auch regelmäßig selbst reflektieren. So fällt dir vielleicht auch selbst auf, was du noch verbessern oder ändern könntest. Wenn du also Lehrerin oder Lehrer werden möchtest, ist es eine sehr vorteilhafte Eigenschaft, wenn man zu Selbstreflexion und Offenheit neigt. Das waren alle Fragen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Bevor wir aber zur Auswertung kommen, möchte ich nochmal anmerken, dass man viele der Eigenschaften, die man als Lehrer gut gebrauchen kann, auch oft noch im Laufe der Zeit erlernen kann. Also macht euch keinen Druck, wenn ihr vielleicht viele Fragen mit Nein beantwortet habt. Leidenschaft und Einsatzwille kann einige Schwächen auch kaschieren. So, und jetzt kommen wir aber zur Auswertung.
Wenn ihr eine bis drei Fragen mit Ja beantwortet habt, dann wird das wohl eher nichts mit dem Lehrerberuf. Macht euch nichts draus. Wenn ihr vier bis fünf Fragen mit Ja beantworten konntet, dann seid ihr auf einem ganz guten Weg, okay. Solltet aber noch etwas an euch arbeiten. Und wenn ihr sechs bis acht Fragen mit Ja beantwortet habt, dann kann der Lehrerberuf definitiv kommen. Na, wo ordnet ihr euch ein? Lehrer aus Leidenschaft oder Schule? Nein, danke. Postet eure Ergebnisse gerne unten in die Kommentare. Und das war's wieder für diese Woche. Jetzt noch schnell einen Daumen nach oben und den Abo-Button klicken. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann habe ich hier ein Video für weniger Stress mit der 2-Minuten-Regel und 10 Tipps fürs Referendariat. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der Christoph und tschüss.